So sieht der Abfall aus, der in der Kläranlage Mauer aus dem Abwasser gefiltert wird. Denn tagtäglich werden Hygieneartikel mit Plastikanteilen in der Toilette entsorgt und landen im Abwasser. Dort lösen sich diese Produkte nicht auf und verfangen sich häufig im Kanalnetz, wo sie aufwendig entfernt werden müssen. Der Zweckverband Jena Wasser nimmt den Weltumwelttag am Samstag zum Anlass, um auf dieses Problem hinzuweisen. Das Motto lautet in diesem Jahr: Plastikmüll vermeiden. Denn der sorgt auch in der Kläranlage Mauer für zusätzliche Arbeit. Also bei uns kommt ja das Abwasser an und alle Sachen, die halt ins Klo geschmissen werden, darunter halt auch Plastik und viele Dinge, die einfach nicht in die Toilette gehören, kommen bei uns im Zulauf an und werden durch den Rechen dann hinaus gefiltert. Wir holen zum Beispiel auch den Sand und die Fette raus, die aus dem Abwasser oder die nicht in das Abwasser gehören, und diese werden dann auch in einen Container und entsorgt. Der Inhalt landet in einer Müllverbrennungsanlage. Dabei ist das Filtern von grobem Abfall nur die Vorbereitung für die eigentliche Aufarbeitung des Wassers in der Kläranlage. Anschließend fließt das Wasser durch zwei Wasserläufe, die Öl und Sand herausfiltern. Dann landet es im Belebungsbecken, wo Mikroorganismen die enthaltenen Schadstoffe fressen. Im Nachklärbecken setzen sich die Mikroorganismen als sogenannter Belebtschlamm ab und werden in das Belebungsbecken zurückgeführt. Das klare, saubere Wasser fließt in die Saale. Der gesamte Prozess wird durch den Abfall erschwert, der immer wieder in der Toilette entsorgt wird. Also ich finde es wichtig, dass jeder zu Hause schon schaut, den Müll und das Plastik zu trennen und dass wirklich nur Sachen in die Toilette kommen, wie zum Beispiel Klopapier, und nicht andere Sachen wie zum Beispiel Feuchttücher, Windeln oder Putzlappen oder Hygieneartikel. Das wäre ganz wichtig, denn dadurch haben wir viele Verstopfungen und es gehört einfach nicht in die Toilette. Deswegen bitte einfach so in die Mülltonne schmeißen. Kläranlagen können nicht alles, was an Abfall im Abwasser landet, zu 100% herausfiltern. Gerade chemische Substanzen wie Medikamentenreste, aber auch Flüssigkeiten wie Öle, Farben oder Reinigungsmittel können über das Abwasser ins Grundwasser gelangen. Deshalb beginnt Umweltschutz in der Toilette.